Ja, damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Meteor Exodus. Wir sind wieder dabei. Oh Gott, Alter. Das ist echt sauer. Tja, Artyom kriegt heute so echt einen Anschiss. Ja, hoffentlich nicht. So, wir gehen mal hoch. Gucken, was hier passiert. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik. Definitiv nicht. Und Katja, was glaubst du? Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Lunge. Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Mach das. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Waldluft. Die alleine könnte sie schon halten. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Ja. Anna hat Blut gehustet. Mein Gott. Meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was? Was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? Lass mich raten, wir müssen gleich holen. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen und suche den Namen aus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Novosibirsk. Jermak, deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossene Sache. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschung. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles ab, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen, Anna und die anderen zu beruhigen. Okay. Armes Mädchen. Jetzt verstehe ich. Ja, ich bin eigentlich immer der Arsch, der alles machen muss. Irgendwie. Die ganze Zeit daran denken. Und wie lautet das Urteil der Jury? Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Es klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Ja, hoffentlich. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Fröhlich! Stefan, spielst du dieses Lied? Über uns. Na klar. Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: «Пойдем домой». Мы ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. Но по новым данным разведки мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего больше хотеть.
а земля лежит в ржавчине. Церкви смешались с совой. И если мы хотим, чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Das ist definitiv über uns. Da kommt sogar ein Oberst drin vor. Ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motodrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut. Dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen. Eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Nein, das ist nicht gut. Wir haben nichts gegen Windeln, Herr Oberst. Tatsächlich haben wir sogar vor, Nastja einem kleinen Bruder zu bescheren, wenn sie nichts dagegen hat. Ich hätte lieber eine Schwester. Wir könnten zusammen Puppen spielen. Ich könnte mich um sie kümmern. Na gut, dann machen wir mal weiter. Mit einem Bruder könntest du Spartaner und Sondereinsatztrupp spielen. Ja, genau. Lass das, Stepan. Wir hatten schon genug Einsätze. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin es da. So, kommen wir jetzt irgendwie. Haben wir nicht irgendwie die Möglichkeit, einfach mal auf die Karte zu gucken? Ich würde ja gerne mal irgendwie ein bisschen in der Story jetzt auch weiterkommen. Ja, wie gesagt, nochmal. Ich würde gerne ein bisschen in der Story weiterkommen. Ich würde jetzt gerne mal. Ah, ist die Karte aus dem Archiv, okay? Wie wäre es mit einem Schnaps auf die Wiederbevölkerung der Erde?
Na dann auf. Also für Anna, dass das so eine gute Idee ist, da so hart Zeug zu trinken, wenn die Lunge schon gerade nicht mitmacht. Eben nach Blut gehustet und halt sowas. Irgendwie trotzdem mal weitermachen, gerne. Ich meine, ich sei nicht böse gemeint, um Gottes Willen, aber irgendwie muss das nicht immer sein. So, gucken wir mal, ob wir auf die Karte gucken können, weil wir irgendwie eine Möglichkeit haben, ein Ziel auszuwählen. Aha, okay, es geht doch weiter. Damit wir heute irgendwie mal was geschafft bekommen, gescheite geschafft bekommen. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Okay. Geht's jetzt hoffentlich gleich weiter. Weil viel haben wir nämlich nicht mehr Zeit. Viel Zeit haben wir nämlich nicht mehr. Viel Zeit haben wir heute nicht mehr. Geht's weiter. Ups, bist zu früh abgedrückt. Ja, ich bin recht angetan von diesem Tal. Okay. Nehmen wir mal die Luft. Die macht den Kopf ganz klar. Noch nie habe ich solche Luft gerochen. Ich wette, wenn wir eine Woche dort verbringen, wird nicht nur Anna geheilt sein, sondern dem Oberst werden sogar die Füße nachwachsen. Das wäre eine gute Sache. Das war schon eine holprige Fahrt. Die Schienen sind total krumm. Die ganze Trasse scheint wegzurutschen. Ich hoffe, sie hält unser Gewicht. Wir sollten die Aurora kontaktieren und ihnen sagen, dass sie die andere Strecke nehmen sollen. Aurora, bitte komm. Die Aufklärung. Hört ihn. Ende. Strecke ändern. Ich verstehe. Hier sind ein paar Reparaturen.
ist der absolute Wahnsinn, Herr Oberst. Anna wird es ihr bestimmt gefallen. Ende. Freut mich zu hören. Weitermachen. Aurora, Ende und aus. Auf, auf. Der Plan ist also wie folgt. Wir begeben uns zu dem Damm, überprüfen ihn schnell und sagen ihnen, sie sollen herkommen. Sieh dir diese schöne Gegend nur an. Willst du nicht auf jeden Fall schon eher hier sind? Oh, 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 oh. Das war's mit der schönen Gegend. Würde ich ja gerne. Ja. Und auf was? Und was passiert? Was wird aus Artyom? Was wird aus Alyosha? Das erfahren wir im nächsten Part.